Hey Freunde, wir testen heute mal zwei unterschiedliche P1-Varianten der Dumm-Bumm-Böller. Alter! Wir haben hier zuerst die 2017 hergestellten P1-Böller von Klasek in der 50 Gramm pro Schachtel-Variante. Das wäre Dumm-Bumm-Mittel. Und wir haben die normalen Dumm-Bumm in der 110 Gramm-Variante, auch 2017 hergestellt. Und ich würde mal sagen, lassen wir mal beide gegeneinander antreten und sehen wir uns gleich beim Handy wieder. Sehen wir uns gleich draußen zur Zündung wieder. Ich muss echt mal das Handy ausmachen. So Freunde, wie versprochen, jetzt der Test von den P1-Böllern von Dumm-Bumm, und zwar die 110 Gramm Variante und die 50 Gramm Variante. Wir fangen mit der 50 Gramm Variante an. Wir zünden mal vier Stück weg und von der 100er danach auch vier Stück. So, wie gesagt, jetzt kommt die 50 Gramm Variante, also 50 Gramm auf 20 Stück. Uiuiui, also die fand ich ja schon heftig. Okay, zweiten. Bin ich ja mal gespannt auf die 100 Gramm Variante. Knallartikel immer am Tag zünden, sonst sieht man die nicht. Aber du räumst das wieder weg. Ja, da gut, gut. So, wir machen weiter. Wie gesagt, immer noch die 50 Gramm Variante. Ich finde die sehr laut, muss ich sagen. Und die letzte. Von den 50 Grammern, also für 20 Stück. Ich glaube, laut. So, dann machen wir weiter mit den 100 Grammern. Dann ein Schwarzpulver Bella Bomba. Ja. Zwei Schwarzpulver Bella Bomba. So, jetzt machen wir die 100 Grammer weiter. Also, ihr habt jetzt nicht das Wetter, oder? Alter! Ich hab Giftkopf abgekommen. Ach, so wie ich, ja? Am Hals? Okay, also die 100 Grammer für P1. Ich sag mal so, wer keine Kenntnisse hat, will ich es nicht ausmalen, was da passiert. Alter! Und einen dritten. Ich weiß ja nicht, ob das so rüberkommt auf die Kamera. Also echt, mir fliegen die Ohren. Alter Schwede. Alter, also das sind bis jetzt die heftigsten P1-Böller, die ich je gezündet habe. Oh, die Tropic 4. Jo, das stimmt. Ja, Tropic, genau. Guck mal, bei mir in der Kiste müssen auch noch Tropic 4 sein. Wir vergleichen die nochmal mit Tropic 4. Ey, das ist ja Wahnsinn. Wolltest du wieder sowieso testen? Ja. Achso, was ist die Kacke vorher? Geh jetzt mal rein. So, wir vergleichen die jetzt mal nochmal mit den Exploder 4. Auch P1-Böller, haben aber 4,5 Gramm. Werden ja gerne gesehen, benutzt für den Ausgleich der Crazy Robot. Und deswegen mal gucken, wie laut der ist. Die haben auf jeden Fall roten Vorbrenner. Alter. Ich finde die fast gleich laut. Ich schmeiß nochmal einen Bumm. Ach nee, habe ich jetzt nicht. Wir können es ja auf dem Video nochmal zurückspulen. Alter, ich finde die fast gleich laut. Sind die Tropic besser? Ich weiß es nicht. Alter.
So, Freunde, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Meine Ohren, die tun so heftig weh. Ich kann sie euch empfehlen, wenn ihr sie noch bekommt für P1. Ansonsten sind sie ja dann noch legal zu erhalten für Scheininhaber, Paragraph 27 oder 20 oder 7. Und ja, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video. Alter!